Die EZ-Hilfe Vorarlberg hat am Dienstag ihren Tätigkeitsbericht für 2008 präsentiert. Neben der Präventionsarbeit und Beratungen bietet die EZ-Hilfe auch kostenlose HIV-Tests sowie die psychosoziale Betreuung von Betroffenen an. In Vorarlberg sind die Zahlen der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren stabil. Auch für 2009 rechnet die Leiterin Renate Fleisch mit einer ähnlichen Zahl an Neuinfektionen. Also wir haben im Jahr 2008 die höchste Testfrequenz gehabt, die es seit es die EZ-Hilfe eigentlich gibt. Wir haben 580 Tests gehabt. Davon waren insgesamt in Vorarlberg 10 positiv. Heuer haben wir von Jänner bis Mai 7 positive. Also das heißt, wir sind wieder im normalen Schnitt 8 bis 12 Neuinfektionen pro Jahr. In Vorarlberg gibt es insgesamt 253 Menschen mit HIV-AIDS und 65 sind bereits davon verstorben. Also, ja. Viel Arbeit wartet auf die AIDS-Hilfe nach wie vor bei der Aufklärungsarbeit. Zwar hat sich bereits vor einigen Jahren eine gewisse Normalisierung im Umgang mit der Krankheit eingestellt, diese sei aber hauptsächlich auf den medizinischen Bereich beschränkt. Im sozialen und gesellschaftlichen Umgang mit Betroffenen gibt es nach wie vor viel zu tun. Die Normalisierung von HIV-AIDS hat natürlich schon vor einigen Jahren begonnen, dass AIDS zu einer chronischen Erkrankung geworden ist. Leider ist diese Normalisierung auf den medizinischen Bereich begrenzt. Im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich hat diese Normalisierung nicht stattgefunden. Sind die Betroffenen mit schwierigen Behinderungen, mit Diskriminierungen, mit Stigmatisierung betroffen? Das Problem ist, dass HIV-AIDS eine besondere Diagnose ist, also nicht vergleichbar mit einer Krebsdiagnose oder auch mit einer Diabetesdiagnose, weil eben der gesellschaftliche Umgang damit ein schwieriger ist, dadurch, dass HIV-AIDS verschiedene Bereiche berührt, wie Sexualität, wie Homosexualität, wie Sexarbeit und das natürlich Themen sind, die in der Gesellschaft nicht so locker besprochen werden. Da kommt es oft zu Schuldzuweisungen gegenüber den Betroffenen, was zum Beispiel bei einer Krebspatientin oder bei einem Diabetespatienten nicht passieren würde.